Man bezeichnet Förster ja auch oft so als die Architekten des Waldes. Das sind Entscheidungen für Menschengenerationen. Und gerade jetzt haben wir eine wichtige Aufgabe. Das war aber nicht zu erwarten, dass der Bestand jetzt auch noch wegkommt. Ja. Ganz frisch hat der Bock seinen Einstand hier markiert. Revier, das ist wie so ein Halbmond um das Nachbarrevier geformt. Das heißt, ich habe immer schon weite Strecken. Dann kann es schon mal sein, dass man 80, 90 Kilometer zurücklegt. Die größten Probleme, gerade bei mir im Wald, sind die Kahlflächen. Wenn man so den Panoramablick über die Kahlflächen sieht, dann darf man den Optimismus, denke ich, nicht verlieren. Ich bin Judith Waldhans, 30 Jahre alt. Ich bin Försterin und leite seit einem Jahr das Forstrevier Herdorf. Dass es jetzt zu so einer Katastrophe, man muss es ja wirklich Katastrophe nennen, gekommen ist, das konnte keiner in dem Maße abschätzen, dass es so schnell passiert. Die Topografie ist schön. Da, wo wir arbeiten, machen andere Urlaub. Wenn die Leute sagen, du hast ein schönes Revier, dann heißt das oft ein ganz forstlich schwieriges Revier. Mein Name ist Hans-Werner Neizert. Ich wohne in Oberraden, bin 66 Jahre alt. Mein Beruf ist Forstbeamter. Ich sage immer, da wo ein Traktor fahren kann, ist Landwirtschaft. Wo er umkippt, fängt die Forstwirtschaft an. Das heißt also, das sind von der Bewirtschaftungsart her schwierige Reviere. Landschaftlich traumhaft schön, keine Frage, aber eben schwer zu bewirtschaften. Zieh! Da muss man sich ganz andere Gedanken machen, wie man das Holz einschlägt, wie man es rauszieht, wo man es lagert, wie man es abfangen kann mit LKWs und, als wenn alles in der Ebene ist und alles maschinell machbar ist. Moin! So, können wir wieder sprühen und spritzen. Ich nehme mal zwei, das auch ein. Und klappt das, wie wir uns das vorstellen dann? Ja. Musst du nicht hier über die Wies fahren? Wir wollen erstmal alles zwischenlagern. Ja, dann nochmal neu anpacken, ne? Für die Runde. Demnächst habe ich 50-jähriges Dienstjubiläum beim Land Rheinland-Pfalz. Ja, 50 Jahre bekommt man nur dann hin, wenn man früh genug in den Beruf einsteigt. Zu unserer Zeit war das möglich. Damals reichte mittlere Reife und heute braucht man Abitur und Fachhochschule. Es reicht. Also ich meine, wenn man 50 Jahre in einem Beruf drin ist, reicht es. Und mit 65, 66 merkt man schon, das ist ein anderes Arbeiten als noch mit 55. Ist einfach so. Deshalb Ende des Jahres ist Schluss. Als ich das Revier übernommen hatte, waren nur noch 7 oder 8 Waldarbeiter. Jetzt sind nur noch 2. Die Arbeiten haben sich auch für die Waldarbeiter leicht verändert. Wir müssen sehr viel Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Da ist es wichtig, dass das Team passt, miteinander arbeiten kann. Da muss sich der eine auf den anderen verlassen. Auch in der Holzernte ist das selbstverständlich so. Da kommen noch Unternehmer mit Maschinen dazu. Das muss alles Hand in Hand gehen, damit eben keine gefährliche Situation entsteht. Wir hatten so lange warme Sommer, noch bis in den Herbst hinein, dass der Borkenkäfer auch eine dritte Generation hier gebildet hat. Das heißt, die Massenvermehrung war einfach nicht aufzuhalten. Hallo. Hallo, Juli. So, die sind ja am Arbeiten schon, die haben eben angefangen. Ja, das war aber nicht zu erwarten, dass der Bestand jetzt auch noch wegkommt. Ja, Dirk ist noch mit Käfer befallen, die macht er auch direkt weg. Und er steht sonst so ganz sehr gut da. Erschlossen ist er schon. Ja, das wird nicht so eine schlimme Freifläche wie an anderen Ecken. Ja.
Also hier sieht man schon Nadelabwurf von grünen Nadeln. Und hier, da siehst du vor mir, ganz drauf, siehst du? Der Harz, der Baum versucht sich quasi dagegen zu wehren. Wir hatten gehofft, dass wir wenigstens die etwas jüngeren Fichtenbestände behalten können. Aber die Waldinteressentenschaft Oberdreisbach hat auch noch ein paar jüngere Fichtenbestände. Das heißt, wir müssen das hier jetzt schnell aufarbeiten und schnell aus dem Wald schaffen, um die noch zu erhalten. Unser größtes Problem ist eigentlich, dass es jetzt plötzlich so trocken geworden ist. Dass wir mit dem Regen, den wir eigentlich über die Jahre hatten im Westerwald, dass wir damit nicht mehr rechnen können. Und diese Trockenheit zieht halt alle Probleme nach sich. Unterschiedliche Auffassungen, wie man mit den Borkenkäfern Flächen umgeht, ist man schon. Ob man große oder kleine Flächen eben gar nichts macht, stilllegt, Sukzession überlässt oder eben wieder aufforstet, neu bewirtschaftet. Aber Forstwirtschaft wird weiter betrieben werden müssen. Der Bedarf an Holz ist entsprechend da und er wird auch sicher größer werden. Früher war der Förster neben dem Lehrer und dem Polizist die Leute im Dorf. Ganz klar, weil jeder sein Holz brauchte. Vom Brennholz bis zum Schneidholz, bis zum Sägewerksholz, bis zum Bauholz, bis zum Weihnachtsbaum. Das hat sich dann in den 60er, 70er Jahren verändert, weil dann der Ölpreis so niedrig war, dass ganz viele gar nichts mehr mit Holz anfangen wollten, konnten. Im Moment ist es so, dass die Leute schon sehr viel Kontakt aufnehmen mit uns, um eben auch auf längere Sicht Fleisch zuzuheizen mit Brennholz und so weiter. Dann mussten wir schnell reagieren. Holz ist eine verderbliche Ware. Was natürlich bleibt, ist immer noch Holz für USB-Platten, Spanplatten und. Bis jetzt war das Holz verwertbar, auch wenn es schon 2 Jahre lang stehend trocken war. Aber das ist jetzt vorbei. Also in meinem Revier wird vieles nicht mehr sägefähig sein. Also die Trockenrisse sind jetzt so tief und groß, dass man keine Bretter mehr und so weiter von diesen Stämmen schneiden kann. Daher wird es schwierig, das Holz an die Sägewerke vor Ort zu verkaufen. Wenn die Qualität also noch so ist, dass man sägefähiges Holz hat, dann geht das vor Ort in die Sägeindustrie. Beziehungsweise, wenn die eben gesättigt sind, versuchen wir es in den Export zu bringen, und zwar in der Hauptsache nach China. Tschüss! Danke! Mike, hast du alles, hey? Ja, da fehlt aber Holz, da fehlt irgendwo Holz, 40 Stück fehlen. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Von den 200 Stück Stämmen, die wir aufgemessen haben, sagst du, fehlen 40 Stück, ne? Ja. Meinst du? Ja gut, müssen wir gucken. Gut! Mobilbox. Holzklau hatte ich jetzt in meiner Zeit Gott sei Dank noch nicht. Aber vielleicht wird das auch kommen. Jetzt die Anrufe wegen Brennholz sind schon in die Höhe geschossen. Wir haben kein getrocknetes, fix und fertiges Brennholz lieferbar im Wald, sondern die Leute müssen frühzeitig bestellen, dann wird es angeschlagen, dann muss es bearbeitet werden, muss mindestens 2 Jahre trocknen, bevor man es verheizen kann. Da habe ich im Nummerbuch 200 Stück und da scheinen 40 Stämme zu fehlen. Das hört sich irgendwie nach einem ganzen Polder an. Das Langholz, was mit dem LKW abtransportiert werden muss, geklaut worden ist, ist bei mir also nie vorgekommen. Der Fehler muss bei dir oder bei mir liegen, so wie ich das sehe. Einer von uns zwei hat am Schreibtisch einen Fehler gemacht. Ja, okay, gut. Tun wir mal nachforschen die Tage. Tschö. Ich bin sehr gerne alleine im Wald und dann die Ruhe, das macht einen dann schon glücklich. Und ich denke, wir haben auch einen sehr gesunden Job, würde ich jetzt mal sagen. Also Vitamin D-Mangel kann uns nicht passieren. Das Revier Herdorf hat insgesamt eine Waldfläche von etwa 2100 Hektar, also 2100 Fußballfelder. Ich habe 200 Hektar Staatswald
und 5 Gemeindewälder und 7 Privatwaldbesitzer. Meine Kollegen sagen, so 3 bis 5 Jahre braucht man tatsächlich, um ein Revier in unserer Größe kennenzulernen. An erster Stelle arbeite ich eng mit den Waldbesitzern zusammen. Das hat jetzt zu meinem Berufseinstieg gut geklappt. Wenn du trägst, würde ich die Punkte schon direkt in eine Karte eintragen als Pflanzplan. Hier ist noch der Hammer. Ich habe ganz normal Abitur gemacht und habe da auch immer schon im Nachbarrevier Praktika gemacht. Und dann habe ich an der Fachhochschule in Göttingen Forstwirtschaft studiert. Ich glaube, da waren wir von 90 Leuten, 12 Frauen oder so ungefähr. 9 von 10 Revierleiter sind nun eben mal Männer und immer noch. Und ja, da muss eine Frau doppelt so gut sein wie ein Mann, um sich Respekt zu verschaffen. Und das hat sie in einem Jahr geschafft hier bei uns. Na, mal gucken. Geht's? Ja. Ich glaube, ob man ernst genommen wird, hat ja weniger was damit zu tun, ob man ein Mann oder eine Frau ist. Also wir pflanzen dann 50 Stück pro Klumpen und die haben dann einen Abstand von 2 Meter. Also kann man sich das so vorstellen, dass dann hier die Weißtannen stehen. Was mir schon Spaß macht, ist so die Wiederbewaldung zu planen. Ich gucke ja dann auch immer in die Bodenkarten und wir können dann auch auf unseren Karten sehen, welche Baumarten geeignet sind. Also natürlich entscheidet der Waldbesitzer, was gepflanzt werden soll. Und wir versuchen da aber schon einen guten Mix zu machen mit Nadel und Laubholz. Ich guck mal gerade auf der Karte, man sieht das hier jetzt nicht mehr so gut. Wir sind hier ziemlich nah an der Rückegasse. Okay. Lass uns noch ein bisschen reingehen, oder? Ja. Mit dem einen. Man bezeichnet Förster ja auch oft so als die Architekten des Waldes. Ja, gerade jetzt, wo wir Entscheidung treffen für die nächsten 100 Jahre. Wir müssen klimastabile Wälder wieder aufbauen, die auch, egal welche Situation jetzt kommt, daran angepasst sind oder sich anpassen können. Das ist eine Entscheidung nicht wie beim Landwirt, in diesem Jahr bringe ich hier das hin, dann bringe ich im nächsten Jahr das hin, sondern das sind Entscheidungen für Menschengenerationen. Ja, ich glaube, hier ist besser wegen dem Abstand zur Rückegasse. Ja, gut. Steht ja schon ein bisschen was da. Ich habe jetzt für Kirsche, Wildapfel und Wildbirne dieselbe Farbe, einfach pink bestimmt. In welcher Reihenfolge die Pflanzer das hinterher machen, ist ja egal, oder? Richtig. Wir haben ja jetzt die vollen Möglichkeiten. Also ich versuche auch oft, dass man dann so einen kleinen Waldrand pflanzt, so Wildapfel, Wildbirne, Kirsche, dass man da dann einerseits vielleicht später Wertholz nutzen kann, aber andererseits so einen natürlichen Aspekt hat. So hat sie das dann hier auch eben geplant. Eher weniger mehr und dafür ja auch schon mal experimentieren, wie das mit der Wildbirne. Die haben wir hier noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. War ich erst skeptisch, aber inzwischen hat sie mich überzeugt, dass da etwas draus wird. Nachmittags bin ich meistens im Büro tätig, muss dann oft Sachen, die ich mir morgens angesehen habe, nachmittags dann entsprechend zu Papier bringen und verarbeiten oder im PC arbeiten und mit Behörden auseinandersetzen, so verschiedene Sachen machen. Also das morgens Erlebte und Besprochene zu verarbeiten. Ja, Thorsten, moin, hallo, ist Hans Werner. Ich bräuchte mal wieder ein paar Grundstückseigentümer. Also, Gemarkung Waldbreitbach. Aber man muss es ganz klar sehen, es ist natürlich mittlerweile auch viel Büroarbeit. Früher haben die unsere Vorgänger auch sehr viel geschrieben. Heute tippen wir halt und telefonieren viel. Handy und Laptop macht uns die Arbeit schon etwas leichter, muss man einfach sagen. Wir müssen die Holzlisten eintippen, wir müssen Pflanzpläne schreiben, Bestellungen bei den Baumschulen. Ja. Übernächste Woche sollten wir uns auch noch mal treffen, und zwar wegen dem Förderantrag Jungbestandspflege. Ich bereite das alles vor und dann telefonieren wir übernächste Woche Montag direkt. Ja, und schönes Wochenende wünsche ich dir. Bis dann.
das Verhältnis früher zu heute, würde ich sagen, früher war 3/4 draußen, 1/4 drin und heute ist es 2/3, 1/3. Tschüss, Thorsten. Ich glaube, dass ich die Übergangszeit nicht so brauche, aber es wird nicht ohne gehen, mit dem Nachfolger verschiedene Sachen zu bereden, im Beraten. Also das wird nicht von heute auf morgen Tür zu machen, Tür zuschließen und Schluss war's. Das wird bei unserem Job nicht funktionieren. Ich geh mal aufmachen. Ich freue mich am meisten darauf, wenn ich in Pension gehe, dass ich mehr Zeit für Enkelchen habe. Hallo Ania. Hallo. Was ist mein Schatz? Alles gut? Mhm. Ja, schön. Kommt ihr hier essen? Ja, ja. Dann gehen wir bei die Oma. Mehr Zeit für die Familie, mehr Zeit für zur Yacht zu gehen. Hast du die Matschklamotten an? Ja, ein bisschen mehr Motorrad fahren wie die letzten Jahre. Hast du Hunger? Ja! Was schön im Kindergarten. Ja! Die To-Do-Liste ist lang, sehr lang. Man ist schon beruflich körperlich aktiv und ich denke, das tut einem auch gut. Von daher, wenn man dann abends auf dem Sofa sitzt, dann schadet das auch nicht. Was willst du denn trinken, Judith? Wasser. Auszeichnen, Unternehmer einweisen, die Pflanzungen vorbereiten. Ja, wenn man da den ganzen Tag unterwegs ist, dann hat man den Sport eigentlich schon gemacht für den Tag. So. Viele Waldbesitzer, die sind ja auch berufstätig. Das heißt, man kann sich auch oft, um was zu klären, nur abends treffen. Da versuche ich schon, dass man da so einen guten Alltag reinkriegt, dass man auch mal nachmittags zu Hause ist oder mal am späten Nachmittag auf den Spielplatz oder so mit Freunden gehen kann, weil ich denke, das ist für alle wichtig. Für dich wird es gleich Zeit. Meine Heimat ist auch hier. Ich komme aus dem Nachbarort, aus Daden. Ich wohne jetzt im Haus meiner Großeltern. Waldhans ist tatsächlich mein Nachname, also von meiner Familie. Und der Sebastian hieß aber Schönwiese mit Nachnamen. Deswegen war es sehr schwierig für uns mit dem passenden Nachnamen. Aber ja, netterweise hat der Sebastian dann meinen Namen angenommen, weil Waldhans Schönwiese, das wäre ein bisschen lang zum Unterschreiben gewesen. Ne, genau. Und dann konnte ich ja einer Försterin den Nachnamen Waldhans nicht streitig machen. Deswegen haben wir dann diesen Namen angenommen, ja. Aber wenn ich nicht Waldhans geheißen hätte, hätte ich auf jeden Fall Schönwiese heißen wollen. Ja, also in der erweiterten Familie gibt es auch irgendeinen Vorfahren, der mal Förster war oder auch genau Forstwirte. Aber jetzt, dass das irgendwie über Generationen war, also ich bin jetzt die erste Försterin, glaube ich, jetzt in der geraden Linie. Vielleicht war es mal ein Förster, ein Hans im Wald, ich weiß es nicht. Hey! Da hast du doch mal. Die Zusammenarbeit spielt eine riesengroße Rolle. Ist ja, klar. 100%. Das Verständnis muss stimmen. Man muss ja bedenken, die Kollegen sind ja länger mit den Kollegen zusammen wie mit ihrer Frau. Genau. Ne? Deswegen, man kennt sich und das ist das Gute. Und die wissen auch, wie ich ticke. Und deswegen ist in der Zeit, wo wir hier sind, noch nie was passiert. Aber wie war das? Der Kranführer hatte sagen oder der Motorsäge in der Hand hat? Ich meine, der Motorsägenführer müsste sagen. Ja, das kommt drauf an. Da klappt das auch. Sehr gut. Das ganze Verhältnis, was wir hier zusammen haben, das ist ja auf freundschaftlicher Basis. Und wenn wir auch persönlich mal irgendwie ein Problem haben, da stand der Hans Werner uns immer zur Seite und hat uns Ratschläge gegeben und hat immer ein offenes Ohr für uns gehabt. Und da sind wir schon sehr froh, dass wir so einen guten Chef haben. Ja. Noch haben. Noch haben. Ja, nur noch 4 Monate. Ja, macht es gut, tschüss. Ja. Guten Abend. Hallo. Gute. Gute. Und? Hast du da? Stress pur. Ich bin eine kölsche Brücke, über die alle Kölle jückt. Oberraden war schon immer das singende Dorf, weil aus jedem Haushalt mindestens einer ein Gesangsverein war. Ja, ganz so ist das heute nicht mehr, ist klar.
Dörfer sind größer geworden. Aber trotzdem, wir haben einen sehr gut funktionierenden Sangverein. Gut, Männer, muss noch ein bisschen üben, gell? Aber war gar nicht schlecht. Männer, stellt euch mal, wir singen Hulapalu. Hulapalu. Und dann haben wir so Feste wie Kölsche Abend oder Sängerfeste bei den Nachbarnvereinen, wo man dann auftritt. Egal bei welchem Anlass, kommen wir gerne singen. Gut, dann nimmt man wieder Platz, Männer. Macht schon Spaß, singen. Die Gatter dienen ja als Wildschutz, also hier vor Rehwild. Und da ist Eiche, Kirsche und Winterlinde drin gepflanzt. Und das Gatter wird jetzt einige Jahre stehen, dass Rehwild da kein Interesse mehr daran hat, den Terminaltrieb abzubeißen. An die Fichte ist es jetzt damals nicht so gerne gegangen, aber jetzt hier an die Eiche, die dann ja auch kräftig sind, wenn die gepflanzt sind, da sagt man schon mal, das ist ja eine Art Rehschokolade. Also da zieht es sie dann besonders hin, deswegen halt der Wildschutz. Mein Revier hat teilweise sehr steile Hänge, also man kraxelt auch ganz schön. Hier oben ist aber das Problem, hier ist es so windig. Hier ist auch nicht mehr feste und so, weil wir hatten jetzt im Februar schon 3 heftige Stürme, wo auch teilweise die Gatter dann eingeklappt sind. Deswegen müssen wir die hier auf dieser Kuppe auch noch nach außen verstreben. Guten Tag erstmal. Guten Tag. So, das sind die letzten Ecken, ne? Dann kann das Rehwild ja nicht mehr rumknappern. Aber da war ja schon Rehwild drin, ne? Nicht, dass man dich mit einzäunen, das wäre jetzt ja. Genau hat verkehrt. Schon wieder ein Bock ganz frisch gefegt. Ja? Aha. Ganz frisch schon mal. Ja, ja. Ja, die Jäger wissen Bescheid, haben da hinten noch ein bisschen Hochsitz gebaut, aber ansonsten, das Wildwaldproblem ist schon ein teures Problem. Auf meinen Männer kann ich mich verlassen. Wir wackeln nicht so drauf. Ja, okay. Am Rand vorbei haben wir Akazien gepflanzt. Auch aus optischen Gründen und alles Mögliche an Baumarten hier. Die haben wir schon vor 2 Jahren gepflanzt, 2 Reihen. Und dahinter stehen, da muss man schon genau hingucken, stehen Weißtannen. Die sind nur 15 cm groß, vom Frühjahr gepflanzt. Aber der Bock hat ziemlich viel Spaß an hier den Robinien, an den Akazien gehabt. Geduld ist bei uns ein großes Stichwort. Diese Zeitspannen, mit denen wir denken und arbeiten müssen. Wenn eine Eiche gepflanzt wird, geht man davon aus, dass die auch in 150, 200 Jahren noch da so steht, sonst pflanze ich sie nicht. Und deshalb haben die Förster immer großen Optimismus. Tja, ganz frisch, gestern Abend oder heute Morgen, hat der Bock seinen Einstand hier markiert. Ja, Herr Neitzert, welches Gebiet der Forstwirtschaft, denken Sie, hat sich in den letzten 50 Jahren am meisten verändert? Der Maschineneinsatz. Es fing quasi mit meiner Ausbildung an, dass da Maschinen eingesetzt wurden. Bis dahin gab es nur die Motorsäge. Aber alles, was danach kam, waren Maschinen, die Bäume entasten, Maschinen, die aufarbeiten, die rücken bis zum Hubschrauber hin. Also da wurde ganz, ganz viel verändert. Es gibt ja mehrere Pflanzverfahren. Hier werden wir mit Bohrgerät pflanzen. Da kommt man tiefer rein zum Mineralboden. Andere Pflanzverfahren, die sind zu weit oben. Da kriegt man die Wurzeln tief genug rein. So, mal gucken. Moin, Stefan. Hey. Der war extra beim Friseur. Ja. Und? Ja. Da vorne wäre schon gut genug. Bist du aber schon zweimal vorwärts und rückwärts? Nee, ich fahre jetzt vorwärts drüber. Dann ist er rückwärts. Da fahre ich nochmal drüber. Also, ja. Und
So sehen die Flächen dann unbefahren und nahbefahren aus. Flächiges Mulchen hat den Vorteil, dass die Biomasse auf der Fläche bleibt und dass man auf der Fläche leichter pflanzen kann. Aber Nachteil, man muss mit schwerem Gerät auf eine Fläche fahren. Und Bodenverdichtung ist nun mal ein Riesenproblem, auch über Generationen natürlich. Aber wenn es eben geht, vermeiden wir das. Wir haben dann Spezialmaschinen, die entsprechend breite Reifen haben. Wir legen diese Rückegassen fest und die gelten dann über Förstergenerationen, über Baumbestandsgenerationen hin, dass immer nur da gefahren wird und nicht flächig verdichtet wird. Wenn das frisch ist, kann man das gut bepflanzen. Aber wenn das jetzt wie hier schon das zweite Jahr ist, wächst das alles zu. Und man kommt dann mit dem Pflanzen nicht mehr zurecht. In unseren Breiten hier haben wir ein Riesenproblem mit den Brombeeren. Die wachsen zwar flach in einem Jahr ruckzuck auf ein paar Quadratmeter. Und wenn man dann mit dem Bohrgerät bohren will, dann wickelt sich das da drumherum. Das geht gar nicht. Ne? Da muss also dann entweder freigemäht werden, in den Hängen mit der Hand, oder halt eben gemulcht werden. Ne? Ja. Die Leute, die im Wald sind, wenn man die gut kennt und die einschätzen kann, dann weiß man, ob man da jeden Tag denen auf die Füße stehen muss oder ob man die wirklich mal zwei Tage allein laufen lassen kann. Aber gerade wenn neue, wie wir das in den letzten Jahren hatten, Fremdfirmen von Gott weiß woher kommen, dann ist es schon wichtig, dass man denen genau erklärt, wie zum Beispiel hier darfst du fahren und da darfst du nicht fahren. Ne? Und hier sind Ameisen, da hältst du den Abstand und so weiter, dass da nichts passiert oder dies und jenes. Oder hier sind Quellbereiche, großes Thema, bloß nicht mit den Maschinen zu nah an Quellen oder an Bächen ran, um da irgendwelchen Schäden zu verursachen. Also das muss man dann schon sehr intensiv begleiten. Da muss er höllisch drauf Acht geben. Hab ihm mal gesagt, da hinten dann lieber mal oben eine Fichte höher abschneiden, damit die Ameisen da Schutz haben. Ach. Bist du nass geschwitzt oder wie? Das Ding riecht mich auf. Ja, ja. Heute Morgen noch okay, aber jetzt, das ist furchtbar. Ja, ist wieder schwer warm geworden, ja. Jetzt nach den anderthalb Monaten ganz ohne Regen, wenn man dann nachts hört, dass es regnet, dann schläft man wieder gut ein, weil man froh ist, dass es jetzt endlich die Natur noch mal die Feuchtigkeit bekommt. Der Traum war schon immer so ein bisschen da. Man hat ja auch so als Kind so ein paar Bilder im Kopf vom Förster, draußen im Wald arbeiten und auch vor allen Dingen auch einen sinnvollen Beruf haben, in dem man auch was nachhaltig bewegen kann. Das war mir schon wichtig. Die Faszination, dass wir mit Jahren, sondern Jahrzehnten, Jahrhunderten spielen, die lässt nie nach. Ja, Frau Waldhans, ich würde Ihnen wünschen, dass Ihre forstlichen Dinge immer so gelingen, wie Sie sich das vorstellen. Wenn nicht, bleiben Sie optimistisch, mit der Natur zu arbeiten. Heißt doch mal, Rückschläge miterleben zu können. Lassen Sie die nicht an Sie ran. Die nächste Generation Förster wird sich bei Ihnen, bei uns dafür bedanken. Hat. Mit dem Wissen von heute, was würden Sie vielleicht im Nachhinein anders machen? Ist das schlimm, wenn ich sage nichts? Ich würde alles wieder so machen. Natürlich gibt es im Beruflichen irgendwelche Sachen, wo man hinterher sagt, das hättest du besser anders gemacht, klar. Ne? Aber das gehört dazu, das ist einfach so.